Ich müsste mal auf die Toilette. Los, komm schon. Bei dir? Schön, dich zu sehen, Lloyd. Was ist los, Onkel Wu? Neffe, wir haben einen unerwünschten Gast. Und zwar von der schlimmsten Sorte. Ich brauche deine Hilfe. Aber du wirst die uralten Künste erlernen müssen, um diesen Gegner zu bekämpfen und zu besiegen. Wer ist es, Onkel? Sie selbst. Da ist doch niemand. Da, direkt vor dir. Das Huhn? Ja, der Herrschaft des Meisterhuhns muss ein Ende gesetzt werden. Nur gemeinsam können wir es besiegen. Meine Lieben, katztastisch starten wir ein neues Let's Play hier auf dem Katze-Kinder-Kanal, nämlich Lego Ninjago, der Film. Neue Aufgabe, schließen Master Wus Training ab. Es fängt ganz normal, ganz gemütlich an, indem wir hier im Dojo von Master Wu ein bisschen trainieren. Aber vor uns wartet ein sehr großes Abenteuer. Und direkt mal die Frage an euch, wer von euch hat denn den Film von Ninjago im Kino gesehen? Schreibt mir das in die Kommentare. Ich bin gespannt. Master Wu, wie geht's weiter? Oh, eine Holzstatue. Die Kunst des elenden Kylos. Okay, wie geht das? Die Kunst des eilenden Keilers. So lautet das. Wie ihr sehen könnt, spielen wir hier den grünen Ninja namens Lloyd und es wird spannend. Der eilende Keiler gefällt mir. Sehr praktisch, wenn man für den Unterricht zu spät dran ist. Jetzt machen wir hier die ganze Decke kaputt, wie ihr sehen könnt. Oh weh, oh weh. Aber sowas macht man eben als Ninja. Sagt ihr eigentlich Ninja oder Ninja? Wie spricht man das richtig aus? Und heißt es Ninjago oder Ninjago? So, weg damit. Und damit auch. Übrigens, jedes Lego-Let's Play fängt immer ganz locker an, aber ihr werdet schon sehen, es ist super spannend und es hat viele schöne filmische Szenen, wie ihr schon am Anfang vor dem Intro sehen konntet. Da werden wir noch viel mehr davon sehen. Die Kunst des schwebenden Schmetterlings. Oh ja, Lloyd. Ich weiß nicht, ob ich an diese Dummies herankomme, aber ich versuche. Eilender Keiler auf dem Boden, schwebender Schmetterling in der Luft. Das ist alles, oder? Wir machen weiter. Auf jeden Fall, Mr. Wu. Ich habe auch im Gegensatz zu meinen anderen Lego-Let's Plays hier mal die Untertitel eingeschaltet. Dann könnt ihr alternativ, falls ich versehentlich mal drüber spreche oder der Hintergrund so laut ist, mitlesen, was gesagt wird. Schreibt aber auch dazu gerne mal in die Kommentare, ob ihr das irgendwie unnötig findet oder ob ihr sagt, Mensch, das ist doch mal eine gute Idee. So, Lloyd, du machst es gut. Wir treffen nachher noch die ganzen anderen Ninjago-Ninjas. Oder Ninjago-Ninjas. Wie zum Beispiel Kai, Cole, Nia und viele mehr. Und hier mal der Hinweis, falls ihr sagt, Mensch, Ninjago, das wird ein cooles neues Let's Play hier auf dem Katze-Kinder-Kanal, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr freuen und zeigt mir, dass ihr richtig gespannt drauf seid und auf jeden Fall so schnell wie möglich die nächste Folge sehen möchtet. Und wenn das der Fall ist, könnt ihr euch darauf gefasst machen, dass sie spätestens, sagen wir mal, am Samstag kommt. Sehr gut. Die Kunst des herabstürzenden Habichts. Das ist die nächste Technik, die ich als Ninja lernen werde. Springen, nochmal springen und die Taste X drücken. Wenn ich eine Chance sehe, den Gegner zu schlagen, sollte ich sie ergreifen, oder? Klar doch. Herabstoßender Habicht. Sehr gut im Kampf und im Basketball. Ja. Die Kampftaktik sieht auch ziemlich gut aus, muss ich sagen. Sehr cool. Die Kunst des Herabstürzenden Habichts erledigt. Was kommt jetzt? Oh, ein verwirrter Gegner. Die Kunst der stechenden Biene. Onkel, bring mir die Fähigkeit bei, weil der die Hände verschwindet. Wow. Die stechende Biene. Cooler Name, coole Fähigkeit. Das sind wirklich tolle Fähigkeiten, die wir hier von Master Wu lernen. Das auf jeden Fall. Zack, 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 zack.
Ein wahrer Ninja mit seinem Säbel. Wow, Lloyd, du bist echt gut. Übrigens, dieses Spiel spiele ich auf der Xbox One. Das gibt's auch für die Nintendo Switch und für die PlayStation 4. Falls ihr eine der Konsolen habt, und bald ist ja Weihnachten, könnt ihr euch das gerne wünschen. In der Videobeschreibung findet ihr weitere Informationen und einen Link, wo ihr euch das Spiel kaufen könnt. Also eure Eltern wahrscheinlich. Gratulation, es gibt die Ninialitätsmarken. Mit denen werden wir belohnt. Wähle ein Symbol von den Schriftrollen aus, um eine Ninialitätskraft zu beschwören. Jede Ninialitätskraft verleiht dir eine neue Fähigkeit. Wow! Okay. Wir nehmen mal das hier. Der aufsteigende Drache. Schaltet den mächtigen Angriff des aufsteigenden Drachen frei. Wirft deine Feinde hoch in die Luft, um sie einer Reihe von Angriffen auszusetzen. Das sieht doch mal super aus. Und es sind neue Ninialitätsfähigkeiten verfügbar. Du kannst diese neuen Fähigkeiten später kaufen, wenn du weitere Ninialitätsmarken freigeschaltet hast. Also es gibt ganz viele Fähigkeiten, die wir dazu bekommen. Und eine der wichtigsten ist eben der aufsteigende Drache. Oh, neue Trainingspuppen. Ali, hallo. Meistere die Kunst des aufsteigenden Drachens. Okay, aber wie genau funktioniert das denn? Ich will alles verbinden, alle Fähigkeiten. Lasst es mich versuchen. Der aufsteigende Drache. Dabei wird mir nie langweilig werden. Okay. Wow, schaut mal. Das sind alle Tricks, die wir drauf haben. In der Luft haben wir diese Trainingspuppe zerschmettert. Wow. Und gleich noch einmal. Das ist der Spezialtrick, der Spezialangriff, wenn unsere Angriffskraft aufgeladen ist. Habt ihr das gesehen? Dann leuchten auch unsere Hände. Du bist in kurzer Zeit weit gekommen, Lloyd. Doch jetzt musst du dich echten Gegnern stellen. Dem Huhn? Die erste Welle und Master Wu kämpft auch mit. Ich werde im Spiel auch immer mal wieder zwischendurch die Charaktere wechseln. Jetzt können wir mal zeigen, was wir drauf haben. Wow, und jetzt. Boah, den haben wir es aber gezeigt, oder? Master Wu, was kann der mal so mal sehen? Denk an das, was du gelernt hast, Lloyd. Ja, das werden wir beherzigen, Master Wu. Das verspreche ich dir. Master Wu ist auch echt stark, muss ich sagen. Aber kein Wunder. Er ist ja auch ein legendärer Ninja-Meister. Wow, das war aber ein starker Trick. Und wow! Wow, wechseln wir wieder zurück zu Lloyd. Und Achtung, Lloyd, das sind wieder zwei weitere Gegner. Erinnert mich so ein bisschen an das Dojo aus Lego City Undercover. Wer von euch hat mein Lego City Undercover Let's Play gesehen? Wechsle den Angriff. Das hatte ganze 33 Folgen, wenn mich nicht alles täuscht. War bisher mein Lieblings-Lego-Let's Play, das ich gemacht habe für euch. Lego Jurassic Park war auch super, aber Lego City Undercover war bisher das Coolste. Mal gucken. Wechsle den Angriff. Mach ich, Meister Wu, versprochen. Mal gucken, wie dieses Spiel sein wird. Wow, das machst du echt gut, Lloyd. Boah, hey, mich trickst du nicht so schnell aus, ha? Huh? Na, dem habe ich es jetzt gezeigt. Und ganz viele Stats zum Einsatz. Wow, was war das für ein Trick? Reicht es dir? Leg dich niemals mit einem echten Ninja an. Ich bin Lloyd. Das Meisterhuhn. Besiege das Meisterhuhn. Achtung, Meister Wu! Boah, er wurde hart erwischt. Boah, ich kann auch diesen Trick. Habt ihr das gesehen? Damit kann ich ausweichen. Pang! Der ist verwirrt. Na, dir zeige ich's, Master Wu. Wow! Nicht schlecht. Er ist stärker als die anderen. Wir müssen uns schützen. Wir müssen auf der Hut sein. Lloyd, komm, streng dich an. Du schaffst das. Jetzt ist deine Chance gekommen. Er ist wieder verwirrt. Zack, 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 zack. Pang! Und Hua! Tschua! Sehr gut. Wow, Achtung. Wir sollten vielleicht gleich mal wieder zum Master Wu wechseln. Auch er möchte zeigen, was er auf dem Kasten hat. So. Er hat leider nur einen Stock, aber da er Meister ist, kommt er gut voran. Oh, Achtung. Da kommt er mit einer Wirbelattacke. Jetzt ist aber unsere Zeit gekommen. Alle greifen an. Ha, haben wir dich erledigt. Besiegt. Das Masterhuhn. The Master Chicken. Sehr toll. Ninjago gefällt mir schon mal echt gut zum Start. Gewonnen! Aber wie geht es jetzt weiter?
Zeit, eure neuen Overlord bekommen. Wer ich denn? Wie heißt ich? Ramadon. Nochmal! Ramadon. Ich höre euch nicht. General Qualle, werfen Sie den Tisch um. Lassen Sie den Ballon des Kindes lassen. Jetzt muss ich nur noch zur Spitze des Niagara Tower. Die Bürgermeisterin aus ihrem Büro werfen. Bitte? Und danach schließe ich über die Jagd. Für immer! Was, Garmadon greift jede Woche an? Okay, interessant. Und Garmadon meldet sich auch direkt. Dann mal los. Lloyd, also eigentlich sind alle dabei. Lloyd und Jay. Ich fliege gerade mit Jays Mac, wie ihr sehen könnt. Boah, nicht schlecht. Und das sind feindliche Truppen, die müssen wir aufhalten. Nicht die Bürger angreifen. Jay und Lloyd müssen das hinkriegen. Aber wo sind Nia, Cole und Zane? Und natürlich Kai. Die sind bestimmt hier auch ganz in der Nähe. Ich hoffe, denen geht es gut. Und sie kriegen das hin. Achtung! Wow! So, gut gemacht, Jay. Er fliegt hier echt gut hindurch. Das muss ich ihm lassen. Gut, ich steuere ihn ja auch. Achtung. Okay, Nia geht es gut. Wir haben gerade einen Funkspruch bekommen. Hört man allerdings kaum durch die Hintergrundgeräusche. Ihr könnt es aber unten alles nachlesen, parallel zu dem, was ich hier erzähle. Wow, Achtung! Jay, dein Flugmanöver ist schon etwas riskant, das muss ich schon sagen. Aber echt viel los hier mit den Truppen von Garmadon. Wir müssen ihn echt aufhalten. Er darf Ninjago nicht zerstören. In die Vertikale! Wo fliegt ihr hin? Achtung! Alles drin behalten! Und Sturzflug! Wow! Das war ein Schuss! Achtung, wow! Die halbe Stadt ist in Flammen! Wir müssen echt alle Bösewichte zerstören! Alle feindlichen Raumschiffe und Roboter! Garmadon darf nicht gewinnen! Wow! Haarscharfes Flugmanöver! Und wie geht's jetzt weiter? Hey, da sind Kai und Cole! Wo sind unsere Max, Kai? Du hast sie doch herbeordert, oder? Ja, aber vielleicht habe ich auf der Karte die falsche Stelle markiert. Wie falsch? Fast überhaupt nicht. Auf dem Bildschirm ist es kaum ein Zentimeter. Komm, Cole, wir können sie zu Fuß erreichen. Sollte nur eine Minute dauern. Oh weh, jetzt haben Cole und Kai ihre Max nicht da. Na toll, und jetzt? Bewegung, Kai, wir müssen zu diesem Max. Was für ein Tohuwabohu. Die ganze Stadt steht in Flammen. Wir müssen etwas dagegen tun. Kai und Cole müssen schnell zu ihren Max. Ninjago wird richtig spannend. Meine Lieben, danke fürs Zusehen der ersten Folge. Rechts unten kommt ihr zur nächsten Folge von Ninjago. Rechts unten gibt es einen Videovorschlag. Einfach drauf tippen und ihr kommt direkt zu den Videos. Ansonsten, nicht vergessen, den Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol, wo der rote Pfeil zeigt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal.